Was hast du studiert, mit welchem Schwerpunkt und wie lange ist das schon her? Also nach dem Abitur war ich mir erstmal noch gar nicht sicher, was ich studieren möchte. Mir wurde aber geraten, ich sollte Richtung BWL gehen, weil ich ja mit Zahlen gerne auch hantiert habe. Habe dann an der Universität in Augsburg begonnen und habe dann nach dem Grundstudium mich entschieden, Richtung Marketing mich vertiefen zu wollen und wusste aber auch, dass da eine Fachhochschule eine wesentlich bessere Plattform für mich bieten kann, weil einfach der Praxisbezug da ist, was man an der Uni weniger hat. So habe ich mich eben für die Hochschule Neu-Ulm entschieden, bin dann eben an die Hochschule gewechselt, habe zwischendrin auch ein Auslandssemester gemacht und habe 2008 war das dann tatsächlich hier auch abgeschlossen. Und was ich auch sagen kann, die Zeit hat mich auch wirklich sehr positiv geprägt und hat auch so das Fundament dessen gebildet, wo ich eben heute bin und wer ich auch heute bin. Wie hast du dein Studium an der HNU erlebt? Das Studium an der HNU würde ich als sehr intensiv und anspruchsvoll bezeichnen. Ich habe neben dem Studium ja noch als Werkstudent gearbeitet und zwei kleinere Firmen gehabt. Die intensive Zeit, die zahlt sich dann auch später aus, weil man ist dann einfach fürs Leben gerüstet, kriegt viel mit, hat ein Netzwerk auch zu Unternehmen. Und dafür bin ich auch sehr dankbar heute. Kurz nach dem Studium hast du bereits einen Burnout erlitten. Ist dir aus heutiger Sicht klar, wie es dazu kommen konnte? Aus heutiger Sicht ist es mir glasklar. Man wird ja auch in der Gesellschaft getrimmt, immer wirklich der Beste zu sein, immer der Größte zu sein, stark zu sein, nicht schwach zu sein. Während im Studium als Selbstständiger funktioniert das auch, weil dann hat man es auch in der Hand. Als Angestellter hat man es nicht mehr in der Hand, weil da arbeitest du in einem Kosmos, wo auf einmal Hierarchien, Führungskräfte mit Eigeninteressen auf dich zustoßen und die halt einfach auch wirklich darüber bestimmen können, wie es dir dann letztlich auch geht. Der erste Job hatte schon gut vorbereitet, aber beim zweiten Job war ich dann irgendwann in der Klinik. Aber im Nachhinein gesehen bin ich auch um diese Zeit sehr dankbar, weil die hat mich bis heute geprägt. Als was arbeitest du heute? Ich bin heute eine Führungskraft bei der Valantik. Valantik ist eine deutsche Firma, große Firma im Umfeld der Digitalisierung. Ich verantworte den Bereich PLM, Produktlebenszyklusmanagement. Allerdings sind wir, beziehungsweise bin ich noch gar nicht so lange bei der Valantik, weil mit zwei weiteren haben wir während der Corona-Zeit tatsächlich eine eigene Firma gegründet mit einem eigenen Wertesystem und haben uns dann letztlich nach kürzester Zeit der Valantik-Unternehmensgruppe angeschlossen. Wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben? Meinen Führungsstil beschreiben? Tatsächlich ist es das Ergebnis von all den Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, positiv, negativ, auch mit dem Burnout. Und mein Führungsstil ist genauso, wie ich eigentlich gerne immer geführt werden wollte. Wobei führen ist ja auch so ein negativ behaftetes Wort. In wenigen Worten, ich versuche einfach immer ein Umfeld zu schaffen, wo sich jeder entfalten kann. Welche Firmen hast du während dem Studium gegründet? Ich hatte mit zwei Freunden während dem Abitur die erste Firma gegründet gehabt, OnlinePix24 hieß sie. Das ist ein fotojournalistisches Magazin gewesen, wo wir eben auf Veranstaltungen Bilder gemacht haben und die im Internet veröffentlicht haben. Hört sich heutzutage super easy an, war es damals nicht. Es gab weder schnelles Internet, kein iPhone, kein Facebook, kein StudiVZ. Und wir waren tatsächlich einer der Ersten, die sowas gemacht haben, auch mit diesen Bild-Kommentierfunktionen. Waren dann auch später eines der größten Websites deutschlandweit in dem Bereich. Und das andere ist nebenher gelaufen, eine Veranstaltungsagentur, wo ich Veranstaltungen organisiert hatte, kleinere, mittlere, große Promotions gemacht habe. Und die gibt es heute auch noch, die ich nebenher in meiner Freizeit ab und zu mal tatsächlich aktiviere im Umfeld Beratungsleistungen, Marketing, Sales oder auch Immobilienthemen. Wie sah der Praxisbezug in deinem Studium an der HNU aus? Der Praxisbezug war sehr intensiv. Das war auch eines der Hauptgründe, warum ich an die Hochschule gewechselt bin. Professoren Kracklauer, Petzmann hatten ja damals den Studiengang Marketing und Sales gehabt, wo durch die Konzeptionsseminare man eben über das Semester, ich glaube, drei Firmen waren es, intensiv kennenlernen durfte und wirklich jedes Mal für jede Firma auch auf eine gezielte Aufgabenstellung ein gesamtes Konzept erarbeiten musste, von A bis Z, also von der Marktforschung eben bis zu einem fertigen Konzept. Und das wurde dann dem Unternehmen eben auch als Lösung, als Ergebnis präsentiert und darauf gab es dann eine Note. Welcher Moment in deinem Studium ist dir am stärksten in Erinnerung geblieben? Es gab tatsächlich sehr viele schöne Momente, die waren größtenteils außerhalb der Uni.
oder der Hochschule. Letztlich das Leben an sich als Student, das war eigentlich so das Schönste, wo man eigenständig entscheiden durfte, was mache ich heute, was mache ich übermorgen. Aber auch immer in der Verantwortung war, am Ende des Semesters auch die Prüfungen gut zu bestehen. Aber die Freiheiten zu haben, das selber entscheiden zu können, das waren so die schönsten Momente, Erinnerungen, warum ich gerne wieder studieren würde. Wie konntest du all deine Tätigkeiten im Studium unter einen Hut bringen? Tatsächlich würde ich das heute nicht mehr so machen. Das ist, wenn ich es mir rückblickend anschaue, war das ja total verrückt. Ich hatte keine freie Zeit mehr für irgendwas, sondern war entweder als Werkstudent oder in einem eigenen Büro oder in einer Vorlesung oder sonst was. Freizeit gab es da gar nicht mehr. Aber damals war ich eben noch so getrimmt, maximal geben, maximal viel erreichen, damit ich auch letztlich einfacher einen Job finden kann. Das würde ich heute nie wieder so machen. Was würdest du AbsolventInnen der HNU raten? Mein Rat wäre tatsächlich total offen in die Welt rausgehen, Sachen ausprobieren, um erstmal rauszufinden, was liegt dir, was macht dir total Spaß und auch was kannst du nicht, was macht dir gar keinen Spaß. Und wenn du sowas gefunden hast, dir auch das richtige Umfeld, das richtige Unternehmen mit den richtigen Vorgesetzten finden, wo du dann auch wirklich Spaß an der Arbeit haben kannst. Denn wie so ein Zitat sagt, was ich sehr mag, wenn du einen Job findest, der dir richtig Spaß macht, hast du aufgehört zu arbeiten. Der Burnout hat dich geprägt. Inwiefern? Der hat mich sehr stark geprägt. Also ich würde behaupten, dass ich seitdem ein komplett anderer Mensch bin. In der IT würde ich sagen, die Konfiguration meines Systems wurde komplett umgestellt. Weil letztlich vor der Burnout-Zeit wird man natürlich gesellschaftlich dahin getrimmt, immer der Stärkste zu sein, der Beste zu sein, keine Schwächen zu zeigen. In einem Wort, immer der Beste zu sein. Nach dem Burnout habe ich viel lernen dürfen während der Zeit, dass es eigentlich komplett ausreicht, einfach nur sein Bestes zu geben. Wenn du wirklich dein Bestes gibst und hinter dem Ergebnis stehst, was als Ergebnis letztlich rauskommt, das ist das Beste, was passieren kann. Und vor allem auch deine Schwächen zu kennen und die auch lieben zu lernen. Sprichst du schon immer so offen über deinen Burnout? Das war tatsächlich schon immer so, weil Offenheit und auch wirklich authentisch sein Werte sind, für die ich auch einstehe. Und letztlich bringt es auch nicht, sowas totzuschweigen oder zur Seite zu schieben. Im Gegenteil, vielleicht hilft es den einen oder anderen auch mal die Augen aufzumachen, um zu sehen, dass man in einer ähnlichen Situation ist. Wie schaffst du heute eine gesunde Work-Life-Balance? Wie gerade schon zitiert, gibt es eigentlich keine scharfe Grenze, scharfe Kante zwischen Work und Life. Es wird immer Phasen geben, wo es mehr Work ist. Dann ist es aber auch umso wichtiger, auch mehr Life zu bringen. Es ist letztlich die Balance, die du so finden musst, dass du eben auch dich gut fühlst. Kannst du etwas zur Unternehmenskultur in eurem Unternehmen sagen? In unserem Unternehmen ist tatsächlich die Unternehmenskultur eines der USPs, die wir von vornherein haben wollten, mit einem sehr ausgefallenen Wertesystem. Volles Vertrauen in die Mitarbeiter, Entscheidungen werden durch die Mitarbeiter getroffen, nicht durch die Manager. Offene Kommunikation, keine Hierarchien, also vieles, was man heutzutage überall liest, was Unternehmen machen wollen, ist uns halt leicht gefallen, weil wir die Firma genauso eben gegründet haben und das auch von vornherein unsere DNA war, auf die wir heute auch sehr stolz sind, weil wir das tatsächlich auch durchsetzen und auch leben. Was sind die ersten Schritte, um ein Unternehmer zu werden? Ich würde behaupten, man ist Unternehmer oder man ist kein Unternehmer. Das ist ein Gen, den viele haben, wo es eben in vielen schlummert. Die wenigsten trauen sich dann auch wirklich mal den Schritt zu wagen. Andere wiederum trauen sich den Schritt zu wagen und sehen es nicht ein, dass sie es nicht können. Ich würde behaupten, die beste Zeit wirklich mal zu schauen, ob das in einem schlummert ist, direkt im Studium oder kurz nach dem Studium, einfach mal zu gründen, einfach mal auszuprobieren. Liegt mir sowas? Kann ich sowas? Bin ich Unternehmer? Und wenn nein, hat man auch kein großes Risiko oder fällt auch nicht tief. Bist du lieber selbstständig oder angestellt? Und warum? Wenn man Unternehmer ist und als Angestellter arbeitet, wird man dauerhaft nicht glücklich. Und wenn man Angestellter ist, aber eigentlich innerlich sich als Unternehmer fühlt, wird man da auch nicht glücklich. Ich zähle mich eher zum Unternehmer. Die HNU ist für dich? Hört sich jetzt schräg an, aber eine Wohlfühloase. Also ich fühle mich hier total wohl, auch bis heute. Hab tolle Erinnerungen an die HNU. Wenn ich hier reinlaufe, sehe ich so viele motivierte junge Menschen, die noch alles vor sich haben, die die Zukunft gestalten können. Alles in allem eine Wohlfühloase.